Deswegen bin ich jetzt nochmal hier und auch der Ton da war bei seiner Rede vollkommen verschoben und war grauenhaft. Deswegen gibt es die jetzt auch nochmal die Rede. Und ich habe leider auch gemerkt, dass ich viel zu laut bin und die Sprache viel zu leise ist. Aber das kann ich leider nicht anders einstellen. Deswegen tut mir leid. Ich will nochmal versuchen, da irgendwas hinzukriegen, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Jetzt gibt es jedenfalls erst nochmal seine Ansprache und ich bin ruhig. Dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit, ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kanier fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde! Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten? Solche Freundlichkeit! Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich, genug! Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Schade, dass es keiner von euch erlebt. So, er hat also wahrscheinlich den Wein vergiftet, hier um ein paar schon zu töten, und der Rest wird einfach so abgemetzelt. Ich muss jetzt versuchen, nach oben zu kommen, um die Speckbacke da oben zu killen. Und leider wurde eben schon wieder auf einen Fenstermodus hier umgestellt bei Assassin's Creed. Das heißt, ich werde versuchen, den zu eliminieren. Und ja, danach werde ich dann erstmal das Spiel neu starten. Ey. Runter mit dir. Na, das sehen wir ja nochmal. Brauche ich auch nicht. Zack. Den hätten wir. Los, geh runter. Zack. Oh. Zack. Eine Wache erledigt. Was geht ab? Schiss, Junge. Na, okay. Er ist nicht mein Ziel.
Von daher holen wir uns erstmal hier den Fetti, der ganz schön schnell laufen kann. Und da haben wir ihn auch schon erwischt. So viel zu, ich krieg dich nicht. Und jetzt könnt ihr noch seinen Monolog, Dialog hören. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute? Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach. Aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Na, das werden wir noch sehen. So, jetzt geht's erstmal weg hier, denn auf den Kampf habe ich ganz ehrlich gar keinen Bock. So, schieb ab. So, da wir hier netterweise oder freundlicherweise Hilfe bekommen. Ach nee, lasst mal. Ich laufe in die völlig falsche Richtung. Ich kann ja zumindest schon mal in die Nähe laufen. Hui! Sehr elegant gelöst. Frechheit, okay, dann kriegen die aufs Maul. Zack. Wenn die einen Kampf wollen, dann sollen sie ihn auch kriegen, ne? Also, der hat doch wohl nicht ernsthaft gedacht, dass er damit durchkommt. Ach. Na? Ups, kleine Frame-Einbrüche hier gerade gehabt. Nee, nee, nee. Ach, Junge. Ah. Und nein. Oh, ganz blöde Kameraeinstellung. Ach ja. Ach nee, ich kann ja greifen kontern. Ist schon ein bisschen länger her, muss ich dazu sagen, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen komme ich damit nicht mehr ganz so gut klar, eventuell. Zack! Erledigt. Nein, zu früh. Ah. Oh, hat er auch mal gekontert. Zack. Hilft ihm aber nichts, denn ich kann schließlich auch kontern. So. Oh. Das wollte ich gar nicht. Tut mir leid, Kumpel. Der hilft mir so nett. Dann werfe ich ihn hin. Alter. Hoch mit dir. Hä? Wo wurde ich denn jetzt schon wieder gesehen hier? Kapiere ich gerade nicht. Oh! Scheiße, da sind wir wieder unten angekommen. Naja. Ich könnte theoretisch jetzt mir auch hier Gelehrte praktisch mich da in Deckung gehen bei denen und mich mit denen durch die Stadt schleichen. Alter, was soll denn das? Fresse halten, nervt nicht rum.
Nein, schon wieder zu früh hier. Zack. Falsche Richtung. Ja, ich krieg das schon noch irgendwie in. Alter, das ist doch kacke. Schieb ab. Ja, ist ja gut. Ich habe jemanden umgebracht. Oh. Alter. Jetzt wollen die es echt wissen, was? Oh Mann, muss das jetzt so lecken? Ja, ich weiß, ich kann die auch mich losreißen, aber... Alter! Wie die jetzt gerade aus jeder Richtung kommen, das gefällt mir gerade gar nicht. Oh, gekontert. Du stehst nicht wieder auf. Schon mal ein Problem weniger. Nein, da, oh, verdammt. Dass ich das immer zu früh mache hier. So, in den Fuß und zack. Schönen Scheitel gezogen. Oh. Hey, was ist das denn? Hat der etwa einen Messerwurf sogar überlebt? Alter, der ist hart im Nehmen. Oh, scheiße. Scheiße, nicht jetzt noch verkacken. Scheiße, Mann. Hat der mich doch noch ausgekontert? Ja, verdammt. Muss ich den jetzt nochmal umbringen, oder... Wo steige ich jetzt ein? Oh, direkt nach dem Kill hier. Dann... Alter, wie viele hier sind. Weg hier. Das sind mir ein bisschen zu viele. So. Hopp. Werfen jetzt gleich mit Steinen wahrscheinlich. Aber bis dahin bin ich längst oben. Nein. Ah. Schieb ab. Ach, jetzt sind die inzwischen oben angekommen. Da. Oh, cool. Oder so. Und hopp. So, jetzt muss ich... So, der ist erledigt. Oh Mann, ey. Was soll denn das jetzt gerade hier? Total die Frame-Einbrüche. So, gehen wir einfach mal hier lang und dann hier über die Dächer weiter. Mal sehen, wo wir da ankommen. Ob wir da ankommen. Aber ich bin ja, wird ja im Moment zum Glück nicht verfolgt, Alter. Das ist echt unangenehm. Und ich verliere ein bisschen Leben, aber es ist mir gerade Latte. Denn ich bin eh gleich wieder weg. Hoffe ich zumindest. Alter, was läuft denn da so rum? So, da sehe ich schon wieder Wachen. Das finde ich kacke. Muss ich hier noch ein bisschen... Ah. Oh Mann, jetzt muss ich nicht ernsthaft warten, bis sie weg sind, ne? So ein Scheiß. Aber egal, ich bin schon viel zu nah am Assassin. Oh, da kommen auch noch zwei lang. Ja los, jetzt geht's schneller. Oh, ja.